Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Party zum Sphere der Cursed Wax Witches Challenge. Und heute ist endlich an der Zeit, wo wir uns um das Event kümmern, um den letzten Part, aber vorher, also um den letzten Teil des Events. Aber vorher müssen wir hier noch weiter Verkaufsgespräche führen, weiter hoffentlich überzeugen, dass die Leute noch was essen kaufen hier, uns ordentlich Geld in die Taschen pumpen. Und Bella kümmert sich um alle Unfälle, genauso wie halt auch um den Müllcontainer, während Miko, hör auf damit, dem Kind geht's gut, lass das, leg das aus der Hand, sofort, das ist Pfui. Das ist Pfui, Pfui Baba ist das. So. Ja, ich weiß, das Event geht. So, zack. Oh, 368 haben wir, okay, dann Cassie, dann kannst du aufhören mit den Trotteln da zu labern. Sascha, du gehst bitte nicht nach draußen, Miko. Sanft küssen, nee, die muss duschen, Junge. Außerdem, Junge, du bist kein Softie. Was für sanft küssen, Junge. Ich zeig dir gleich sanft küssen, Junge. Ich mach dich sanft weg, Junge. Also echt, ey. Wobei, nee, lassen wir mal am Essen kochen. Aber cool. 368, wir haben Schinken fest mal verkauft. Pizza Mariana? Marinara? Okay, zwei davon so viel wert wie Schinken fest mal. Das ist doch geil, du. Dann müssen wir gleich in die Dings da rein. Aber meiner wird dann Ambrosia halt auch nicht mitnehmen, weil meiner wird nicht mitkommen. So. Also heißt das, meiner sich um die Störenfriede da kümmern könnte, aber nö. Nö. Mein Ching war einfach schlafen, würde ich sagen. So. Einfach schlafen, so, weil. Nö. Alles klar, warum ist in der Schlafkleidung EA auf einmal den angeblich zu warm? Das ist eine Schlafkleidung mit Höschen und Shirt. So. Also viel weniger als Mikroannahmen kannst du eigentlich gar nicht. So. Also das meine ich jetzt nicht böse, ne? Einfach nur darauf bezogen, aber egal. Cass, du darfst mal bitte aufhören, ein Verkaufsgespräch zu führen, wenn eh alles durch ist und so, alles abgeschlossen ist. Und wir das Ambrosia dir mit in die Taschen geben. So, kurz warten, bis meiner am Schlafen ist und dann gehen wir in die Dingsnacht. Aber ich weiß eh nicht, ob wir nicht sogar zu früh sind. Och nee. Kind, weck mich nicht auf. Ich bin am Schlafen, ja. Ich bin dein Vater, aber du warst trotzdem Unfall. Also, das wollte ich nur mal so gesagt haben, ne? Gesagt haben, ne? Weil Kind, hör mal auf, hier ein Unfall zu sein, ne? Hör mal auf, dich wie ein Unfall zu verhalten, weil du heißt nicht Unfall, glaube ich, oder? Oder war das Unfall Nummer 2? Ach, keine Ahnung, was auch immer. Mach mal hier Babyflieger und so und dann reisen wir jetzt. Das war Abstand zu den der Situation und den Kindern bekommen, weil das muss halt nicht sein, was wir hier uns um die Kinder kümmern und so. Das machen wir in der 100 Baby Challenge, ne? So, reisen wir. Aber in der Bar, ach so, eine Bar besuchen. Ja, dann nimm mal Bella mit, weil dann kann die Leute aussaugen. Und die Miko, die darf eigentlich hier bleiben. Ach so, sie kennt Miko gar nicht. Was? Wie, ich dachte, die hassen sich übelst und so. Doch, hier. Aber die kommt eh nicht mit, also. Ja. Cassie und Bella vollenden die Challenge. Oder eher gesagt, das Event. Die Challenge ja nicht, die geht noch weiter. Keine Sorge. Aber ich finde das cool mit dem Essensverkaufen. Es macht richtig Laune irgendwie. Obwohl wir halt noch mehr Essen verkaufen müssen und noch mehr Geld generieren müssen. Aber irgendwie macht das Fun. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie. Irgendwie sorgt das halt für nostalgische Gefühle, sage ich mal, bezüglich Sims. So, wo ich halt richtig noch die Freude hatte, den Spaß hatte, jeden Tag Sims zu zocken. In letzter Zeit war es eher so, ja, soll ich das Spiel jetzt zocken? Soll ich weitermachen in der Cursed Wax Witches Change? Soll ich weitermachen in der Extrem Hardcore Normani Change? Muss ich? So war das halt, ne? Eher muss als wollen. Und früher war es halt, yo, ich hab Bock auf Sims, ey. Bin so gehypt drauf und so. Und gerade fühle ich das wieder. So dank diesem Essens-DLC. Was ich ein bisschen habe. Und Together-IP werden wir vielleicht auch uns ein bisschen darum kümmern und so. Und ein bisschen zeigen. Da werden wir ja eh so viel zeigen, wie nur irgendwie möglich. Dö, 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 dö. Thank you.
So, eine Bar wollen wir besuchen. Gibt's hier überhaupt eine Bar? Ah, doch, hier. Altes Inn? Blökende Lama gehen wir rein, weil Altes Inn, glaube ich, hatten wir negative Erfahrungen mitgemacht, ne? Wo da alles durcheskaliert ist und so, wegen, ja, haben sich mit meinem Hund angelegt. Und wenn du dich mit meinem Hund anlegst, dann, naja, geschehen dir fürchterliche, fürchterliche Dinge. Auch wenn das in Sims natürlich eine abgespecktere Version war, ne? Beim Real Life, ey, wenn da einer meinen Hund anpackt, dann, naja, packe ich die Person mal an und das auf eine Art und Weise, ja, die man nicht angepackt werden will. Wobei, das könnte man auch falsch verstehen, also, ja. Ich tue der Person halt, naja, das ein oder andere dann an. Weil, Tierquäler, so, ja. Wenn ich da wen sehen würde, da würde ich halt zu einem, ja. Vielleicht zu einem Sadisten werden. Wer weiß. Also auf jeden Fall würde ich die halt, ja, den Schmerzen zufügen, die, ja, ich nicht gedacht hätte, je irgendjemand zuzufügen. Also ich habe halt kein schlechtes Gewissen, so, warum auch, aber, ja, natürlich will ich das nicht unbedingt, aber, hey, falls mir mal ein Tierquäler unter die Augen kommt, dann, naja, habe ich keine andere Wahl. Weil Tiere sollte man halt einfach ehren und wertschätzen. Weil mein Hund zum Beispiel, der hat mein Leben so erfüllt und verbessert halt, weil ich war da, wo ich meinen Hund bekommen hatte, vorher in einer, ja, war nicht ganz so leicht, ne? Waren halt schwierige Zeiten. Mein Hund hat mir halt da durchgeholfen, ne? Und was ich halt auch, wie gesagt, einfach bei ihm feiert, so, hatte ich schon so oft erzählt, aber halt, wo ich halt, Wochenende ist halt immer durchzocken gewesen, so. Und ich habe mich halt in der Woche um ihn gekümmert, den ganzen Tag, ne. Wo meine Erzeugerin halt arbeiten war damals, wo ich noch zu Hause gewohnt habe. Und Wochenende halt immer durchgezockt, da hat meine Erzeugerin sich halt um meinen Hund gekümmert. Und ja, da wurde ich halt ziemlich spät am Abend wach, also, fast schon Krankenwagen, halt mal die Fresse, ich bin eine Geschichte am Erzählen. Also fast schon, war es halt so spät abends, schon fast so Nacht, ne? Bin wach geworden, ne? Um zu zocken, ne? Und mein Hund, so, war schon Schlafenszeit für ihn, ne? Ist so vom Wohnzimmer durch den Flur gelaufen, so, um in der Küche zu schlafen, sieht mich, freut sich erstmal. Und dann geht er weiter seines Weges. Und das war richtig cool von ihm. Eine Bar besuchen. Am Mittwochabend. Ja, wir sind doch hier Mittwochabend. Mittwochabend. Was ist denn jetzt Geisternacht, ey? Oder ist das noch zu früh hier? Super, ey. Bella, geh auch mal rein hier, ne? In die Bar. Chaotin. Bella hat in letzter Zeit nicht viel Wert auf Ordnung und Sauberkeit gelegt. Bin das muss ich durcheinander in der Chaotin richtig. Ja, dabei ist sie zimperlich auch, was richtig widersprüchlich. So, das ist richtig widersprüchlich. Aber naja, passt schon so. Sozialobjekt, was? Das ist ein Sozialobjekt? Okay. Das hat das Spiel so gesagt, nicht ich. So, ich habe nur gesagt, okay, der ist eins. Türkisgrün, was ist das denn für ein Name? What the hell? Ist das ein Geist? Irgendwas stimmt doch nicht mit Türkisgrün, so. Mit Türkis tanzen. Und was für Türkis? Der ist nicht. Da ist nichts an dem Türkis. Das ist gelb, das ist grün. Dann ist das hier noch diese Umrandung hier. Ist orange, dann halt hellgrün. Und die Faust ist halt hautfarben. So. Beige vielleicht, ne? Und Schuhe sind auch, glaube ich, schwarz-grün. Ja, scheint schwarz-grün Sneakers zu sein. Also ein Türkisgrün ist nichts Türkisgrün. Nichts, weder was türkis noch grün, also echt, ey. Unerhört. Aber eigentlich müssen wir dann nochmal reisen, oder wie, oder wo, oder was? Anscheinend ja. Fußball, nee, brauchen wir nicht. Müssen wir jetzt nochmal eine Bar besuchen, weil es ist ja Mittwochabend, aber. Gut, dann. Hör mal auf, nein, muss jetzt nicht plaudern, hör mal auf.
Müssen wir jetzt nochmal reisen direkt oder was oder wie oder wo? Wobei, warte mal. Wo war mal, was ist das hier? Okay. Also kann ich das nicht mehr abschließen oder was? Hm. Weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, wir können es noch abschließen, aber vielleicht ist es auch verbuggt oder so eine Scheiße. Keine Ahnung. Mittwochabend, wir sind in der Bar. Versuchen wir noch zu reisen. Ich hoffe, das geht ganz fix. Aber vielleicht muss er doch einfach später jetzt sein. Hoffen wir, dass das Mutter und Tochter uns jetzt den Sieg holen hier einfach in, in dem Event. So. Wenn Bella voll am Stinken ist, ey. Weil die ganze Zeit in der Mülltonne gesucht hat nach Einrichtung für uns. Also was heißt für uns? Für uns in Bezug auf Verkaufen für die Challenge. Ach, ist das Celeste hier? Ah, okay. Was meint ihr denn da? Ach, die Mülltonne umgetreten. Ah, okay, verstehe. Das macht die KI gerne. Zum Glück machen sie es nicht auf unserem Grundstück mal wieder. Also das müsste ich wem wegmachen. Dafür haben wir auch keine Zeit. Wir müssen halt da Geld machen, da Geld machen, da Geld machen. So, das ist halt das Wichtigste. Darauf kommt es an. Das müssen wir machen. Aber da steht ja auch nichts von irgendeiner, also da steht ja eine Bar besuchen, nicht? Irgendeine bestimmte Bar. So. Ah, jetzt ist es soweit. Nachtleben kann ganz schön hart sein. Erzähl im Barmixer alles darüber und genieße reduzierte Getränke des Geisternacht. Ja gut, dann bleiben wir einfach da, wo wir sind. Bleiben wir einfach da, wo wir sind. So, brechen das Reisen ab oder so. Ja, bitte. Haben wir es? Bitte? Nee. Hm. Wir sind hier in der Bar. Hallo. Ja, wir waren halt schon zu früh da. Woher soll ich wissen, was sie mit abends meinen, ey? Ach nein, ich darf nicht. Scheiße. Fuck. Geh mal kurz rein, dann gehst du nach Hause. Hallo. Ah, okay, haben wir. Hatarbeit lohnt sich. Was für eine Party. Darüber werden alle noch monatelang reden. Es ist noch eine Party veranstalten. Weiß ich nicht, aber wir holen mal die Scheiße hier eben. Wenn Cassie mit ihrer Mama über Liebe redet oder wenn wir flirtet oder was weiß ich. Was? Zwerge versuchen Fehler zu beheben. Was für Zwerge und was für Fehler? Also. Ja. Nur weil EA nichts kann, heißt das nicht, dass es ein blöder Text stehen muss, ey. Weil EA sonst nichts kann, werden sie alles dafür tun. Lass mal, Jane gönnt sich Bella, okay. Yes. Knochennase. Yay. Und Gagat. Also Gaga bin ich auch. Kuhpflanzenbeere, Milchfrucht. Also Kuhpflanzenbeere ist geil, du. Tanzbare, rinderartige Frucht, die ist geil. Milchpflanze ist Müll. Wer hat das gedacht? Trank, um die Wünsche deines Sims zu aktualisieren. Schnitterblume haben wir. Gruselige, aber trotzdem elegante Blüte. Von einfachen Rosen lässt der Sensenmann sich nämlich nicht beeindrucken. Versuche ihn mit der Blüte zu besänftigen und fatale Situationen zu entrinnen. Was? Okay. Nahrungstrank trinken dann, um die Lösungsfähigkeit alle deines Sims zu ändern. Haben wir auch schon benutzt. Noch ein dunkel leuchtender Knochenhase. Ja. Gothic Party, Gagat, Kuhpflanzenbeere. Haben wir alles oder was? Oder wie oder wo. Jetzt durch, ja? Komplett, ja? Okay, cool. Von mir aus. Cool, dann sind wir durch, geil. Dann warte mal. Du musst hier keinen Trink trinken, weil das kostet uns unnötig und nö. So, habe ich halt nicht genehmigt. Weiser Rat zum Thema Liebe. Aha. Scheint ein guter Tipp zum Liebe gewesen sein. Das könnte Cassie auf ihrer Lebensreiter. Von Bella oder was? Scheiße.
Also ich könnte da Ratschläge geben, wenn ich das Liebe nicht gibt und naja, das. Was? Nora Ojo. Ach stimmt, das ist hier eine Miko, die wir gekillt haben. Warte mal, wie funktioniert es hier mit Ambrosia? Freundlich. Ach so, das muss sie dann essen, ne? Ja, wobei, haben wir das einfach mal hier mehr. Ach so, kann ich nicht? Zu uns hinzufügen? Nö. Cool. Ach, weil wir voll sind. Ja, gut, dann würde ich sagen, killen wir einfach mal Bella, oder? Weil Bella geht mir eh auf die Nerven und so und, ah, das hätte ich anders machen können, so fällt mir gerade ein. Ich hätte sagen können, ah, Bella, weißt du was, du gehst mir die ganze Zeit auf die Nerven, bist mal tot und so. Dann hätte ich sagen können, ja, Leute, ich habe das so nur gemacht wegen Ambrosia und so, ne? Aber erst gibt Bella Cassie einen Rat zum Thema Liebe und jetzt stirbt Bella. Ah nein, das Inventar, scheiße. Shit, 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 warum ist das bei Bella? Auf, kurz aufhören. Kurz aufhören, wir müssen kurz Dinge verkaufen. Bitte kurz, Spiel, gönn uns kurz diesen Moment. Ja, genau, möchten wir. Möchten wir alles verkaufen? Ja, brauchen wir nicht. 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 Brauchen wir. Brauchen wir schon. Tun wir mal kurz hier so hinlegen. So. Ah, shit, ich hoffe, Ambrosia ist mitgekommen. Wenn nicht, dann, naja. So, okay, um den Scheiß ist es nicht schlimm. So. Aber um die Kuhpflanzenbeere und so wäre es schlimm gewesen und um das Geld, was wir verloren hätten. Ah, ne, es wäre im Haushaltsinventar, ne? Kann sein. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Oh je, Bella hat den Atem des Killerkaninchen zu spüren bekommen. Was für ein grausames Schicksal. Ja. Können wir den nicht mit der Schnitterblume? Ach so, ich stand, die habe ich ja weggetan. Ach ja. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Warum sagen die nicht Bescheid, dass Celeste mal Mann war so? Warum machen die Entwickler da? Ist ja okay, dass sie es so machen, aber dann sollten sie es halt auch erwähnen. Weil in der Beschreibung steht ja auch nicht, dass Celeste mal Mann war. Also das ist halt auch unter aller Sau von EA Maxi so. Fände ich halt genauso verwerflich, wie wenn das halt eine jemand, der halt so ist. Also wenn halt das im Real Life so wäre, ne? Wird halt im Real Life so einen Mann kennenlernen oder eine Frau, aber halt verheimlichen der Person, dass sie halt mal ein Mann war, ne? Das fände ich halt auch verwerflich, ne? So, beginnt ein Kap neues Kapitel als Geist. Im Jenseits erwarten nicht geschwänzige Kräfte. Vielleicht hat Bella noch ein paar unerledigte Angelegenheiten zu klären. Du musst Bella jedoch nicht weiterspielen. Du kannst auch als freien Geist verbleiben lassen. Welt kann nicht mehr gespielt werden. Bleibt Teil des Haushalts, genau. Bleibt Teil des Haushaltes. So. Einfach voll die Mucke. Nein, du musst nicht mit dir selber reden oder so. Auf Verwandeln in einen Geist reagieren. Okay, lassen wir das doch mal. Cool. Anzeigen als. Jenseits zurückkehren. Ah, okay, so kann man das dann auch noch machen. Okay. Alright, alright, alright. Cassie hat ja Ambrosia. Müssen wir dann gucken, dass das Bella bekommt. Hoffentlich ist das nicht irgendein anderer Geist oder irgendein Fuzzi. Ach so, stimmt, hier ist es ja Ambrosia. Ambrosia. Aber warum leuchtet es nicht mehr? Manchmal echt komisch. Ambrosia verzehren, verkaufen. Nee, nimm das mal, dass wir es gesehen haben. Weil ich nicht weiß, ob das in Tierarztleckerchen funktionieren würde. Weil da steht ja nichts dazu. Wirklich keinen Sinn endlos. Nun da Bella ein zweites Leben, besser gesagt Leben nach dem Tod begonnen hat, ist sie inspiriert von endlosen Möglichkeiten, die sie erwarten. Alright. Los, es Ambrosia. Los, zeig uns den Moment.
Es dreht sich alles um dich, Bella. Das ist dein Moment. Nutze ihn. Jawohl, sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Yes. Bella is back. Und ihr dachtet, ich kill Bella einfach so. Oh, Lilith. 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 Was ist das einfach für eine Party hier? Geilo. Ah, shit, Cassie ist halt traurig. Aber Cassie, du musst nicht traurig sein. Deine Mom ist schon wieder da, so. Yeah. Ah, die Grafscheine können wir auch verkaufen, ne? Yo. Oder? Ich meine, also wir können es versuchen zumindest. Bei dem allen Stand, also nicht beim ersten Stand, sondern direkt davor. Rein theoretisch oder so. Oder wir nutzen sie als Deko, was weiß ich. Jedenfalls sorgen wir dafür, dass... Und das Ding ist, Miko hat sie auch zurückholen können, falls es nicht geklappt haben sollte, aus Gründen. Sascha, kannst du mal nach Hause zurückkehren? Du sollst nicht im Dunkeln draußen rumstehen, oder hast wieder Angst im Dunkeln um 12 Uhr mittags? Habe ich keinen Bock drauf. So, keine Ahnung, wer auch die eine Person da ist, die wir nach Alice aussaugen werden, also die zweite aus der List. Keine Ahnung, wer es ist. Es ist gespawnt, schätze ich mal. Genauso wie die Paparazzi. Die Megumi. Magumi. Asebe, oder so. Megumi Abe. Ah, okay. So war der Name nochmal. So. Nehmen wir auch noch eben mit. Hi, Lilith. 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 Nein, du sollst im Training beten. Achso, stimmt, du kennst sie ja gar nicht. Geil. Was, Lilith? Ist sie weg? Ach man, Lilith. Oh, geil. Ah, verdammt, ey. Warum machen die jetzt alle ab? Weil es hier morgens ist oder was? Oh, Leute, ist kein Grund abzuhauen hier. Cassie, geh auch schon mal nach Hause. Wir sind eh gleich hier fertig. Habe ich jetzt recht hingeschaut? Ich hoffe es. Und warum klappt das jetzt nicht? Die sollt ihr aussaugen. Die sollen nicht sterben. Wenn es geht. Genau, sehr gut, Gisela. Alright, dann gehen wir mal nach Hause, denn die Party, die Chose, die ist durch. Nein, du musst nicht mit... War Martina? Wie, Tina ist tot? Warte. Wir haben Tina getötet erneut? Oh nein! Scheiße. Wie machen wir das jetzt? Wieso ist Tina tot? Aber andererseits gut, dass sie tot ist. So. Ja. Geh mal nach Hause. Aber ich direkt erkannt, dass sie tot ist, aber ist gut, dass Tina tot ist. So. Eigentlich. Aber wieso ist sie tot? Das ist die Frage. Die darf eigentlich gar nicht tot sein. Na egal, gehen wir nach Hause. Werden wir noch ein bisschen Laden aufmachen in den frühen Morgen. Kann ich ja auch nicht mehr sein. Machen wir noch ein bisschen Laden auf, verkaufen noch ein bisschen mit Cass. Mit Cassy Schmazzy. Schnazzy. So. Dum 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 dum. Dum, 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 dum. Ja, ich bin zufrieden, wir haben das Event abgeschlossen. Wir hatten Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass wir nochmal Spaß haben. In einem hier oder in der Extrem Hardcore nochmal die Challenge. Aber es ist so. Dum, 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 dum.
So. Oh, Jules Rico ist hier. Das ist super. Also nicht nur, weil wir gleich in Schandorf machen, sondern. Oh, wir haben sogar keine Zeit gebraucht, um zu reisen. Wie kommen wir denn zu der Ehre? Oder liegt das, weil es in derselben Welt ist wie unser Dings? Hey, cool. Hey, aber du darfst mal reingehen und Essen machen, ne? Weil wir kümmern uns nicht um Viecher, wir kümmern uns um Essen. Und Geld verdienen. Miko. Du hast andere Aufgaben hier. Also echt. Cassis. 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 Du musst hier einmal. Das bitte einmal starten. Das bitte einmal ins Inventar schieben. Achso. Wieso dürfen wir das nicht hier wegmachen? Wieso? Naja, gut, dann ist es da halt am Rumliegen. Brownie, so dass du dann den Stand bedienen würdest. Das wäre schon geil, wenn du das machen würdest. Genau, ausstellen, Stand bedienen, los, los, los. Wenn du bitte aufhörst hier, du hast nicht Spaß zu haben gerade. Du kannst dich um die Viecher hier kümmern, wenn du irgendwas haben wollen, die Viechis. Wann werden die eigentlich älter oder haben die hier. Ach nee, stimmt, das ist ausgestellt hier. Stimmt. Das heißt, wir müssen die älter werden lassen. Ja, machen wir die mal älter so. Machen wir sie mal älter. Bella ist schuld. Wobei, nee. Stimmt, du darfst nur deine Eltern machen, sonst haben wir den Bug, den wir schon mal hatten. Unfall Oyo und Migos Kind. Gut. Ich sollte einfach nur die Faxen mit dem Vornamen machen. So. Beim Nachnamen so, das. So, mach das mal älter, Unfall 2 und Migos Kind. Ah, shit, das falsche Kind ist am Schreien. So. Lass mich erraten, meiner will jetzt wieder einen auf guter Vater. Nein. 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 Ja, schön, dass Unfall 2 am Lächeln ist, also es interessiert nicht. Es hat nichts zu interessieren hier. So, dass man hier eben. Nein! Was soll nicht adoptiert werden, ey? Niemand will das haben, ey. Also echt schutzlos Gruß. Jetzt ist nur ein Problem, welches war von Bella und welches war von Cass-Cass. Schutzlos war von Cass-Cass, oder? Ja, okay, war's. Gut. Ja, ich sollte wenn schon mich für fa selben Faxen entscheiden, wenn ich schon sowas mache. Ey. Oder halt einfach sein lassen, aber andererseits. Ja, oder ich hätte halt Cassie oder Bella nennen können. Nein, ist sie nicht geworden. Das Unfall ist älter geworden einfach nur. Der Rest. Nein! Nein! Immer dieses nach Säugling schauen. Die haben das so verkackt, diese Scheiße. Das haben die so richtig verkackt. Also schlimmer hätten sie das echt nicht machen können. Nein, die ist nicht die Betreuerin von Schutzlos. Es gibt keinen niemanden für Schutzlos. So. Gut, dann machen wir hier noch eine Kuchen hin. Ja, dann muss halt Bella eben das eine Kind auch noch älter machen. Ja, wird sie nicht. Wobei, Bella kann sich ja auch als Oma hoffentlich problemlos. Wo, lassen wir das so? Nee, lassen wir warten dann einfach auf Cass. Bei einem Baby kriegen wir hin, so. Und Baby Chain sind was Schlimmeres gewöhnt. So. Nein, Bella. Nein, 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 nein. Ich weiß, du willst nicht und so. Hast du eigentlich Jules Rico ausgesagt? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ach man, nutzt das doch mal aus, dass die hier auch so, okay, hast du super, dann habe ich nichts gesagt, dann mach das mal älter, das Vieh. So, dann kannst du auch bald arbeiten und so hier. Je mehr Leute wir haben, die Essen kochen, desto besser, also. Ja, weil, ja. So, genau, richtig. Wir kümmern uns nicht darum, so. Kümmert sich vielleicht eher darum, dass wir hier aufmachen. Und dann. Einmal das Essen reinstellen, ganz fix. Genau, den.
Schnäse. Schnäse. Salat. Ach ja, stimmt, den kann ich warum auch immer nicht aufräumen. So. Nein. Genau. Das darf eben gemacht werden. Bella kümmert sich darum, älter werden. Cool. Und ja, dann passt das doch. Machen wir die zu Kleinkindern. So. Lächeln freigeschaltet. So. Also wir waren auch eh Geld wert, okay. Habe ich nicht gesagt, es sollte hier noch ein Kind älter werden? Nein, habe ich gesagt. Meine Fresse. Und das zeigt einfach, warum ich sage, dass mit den Säuglingen das unter aller Sau. Ich weiß auch nicht, wofür wir zwei Simoleons bekommen haben, aber auch egal. Nein, du sollst das eine Kind da älter werden lassen. Leg das viel mal ab. Nein! Nein! Nein, ihr dreckigen Ohrensöhne! Hört auf damit, ihr Pisser! Ihr Scheißviecher von EA! Leg das Mistvieh ab! Meine Fresse, ich hasse diese Arschgeigen! Was machen die mit Absicht, diese Dreckschweine? Diese dreckigen, dreckigen! Meine Fresse! Fuck das ab, dieser Scheiß! Dumm, dümmer EA! Und die haben es mal wieder geschafft, den Spaß an der Freude an dem Spiel kaputt zu machen. Aber es ist auch das Einzige, was die Vollidioten hinbekommen. Für das andere sind sie zu blöd und zu asozial für. Meine Fresse, ey. Mikos, will ich nicht nochmal, dass du den Scheiß auf meinen Arm legst. Sonst bist du bald im Jenseits. Irgendwann reicht's auch mal. Weil bis die Entwickler das nicht vernünftig hinbekommen, kümmere ich mich einen Scheiß um die. Meine Fresse, ey. Na gut, was dann noch mit dem Part? Wir sehen uns dann in 10 Jahren oder so wieder.